they are client states of the United States of America who do whatever we want them to do. Ist Deutschland weiterhin besetzt oder ist Deutschland souverän? Der neue Vizepräsidentschaftskandidat von Donald Trump hat jetzt vor der Kamera ein paar bedeutende Sätze gesagt, in denen er erklärt, warum wir erstens mal mit unserer industriefeindlichen Politik aufhören müssen und wie es denn sein kann, dass wir uns Bündnis- oder Partnerstaaten nennen, da wir einseitig abhängig sind von den USA, ist das eine falsche Tatenbeschreibung. J.D. Vance hat hier ganz krasse Worte verloren. Ich bin gespannt, ob du sie schon gekannt hast. Ich zeige sie dir hier nach der Reihe. And they're deindustrializing their own country at the same time that they say that Putin must be defeated at all costs. If Putin must be defeated at all costs to our German friends, then stop deindustrializing your own country in the name of a ridiculous green energy policy. Habt ihr das gehört? Er hat so richtig reingehauen. Wir deindustrialisieren unser Land und sagen gleichzeitig, Putin muss mit allem gestoppt werden. Und da sagt er, wir sollen doch endlich aufhören, unsere Industrie zu opfern für einen wahnsinnigen, für ridiculous green energy. Das hat er wirklich gesagt, das ist phänomenal. Also für diese schwachsinnige grüne Energiewende sollen wir aufhören, unsere Industrie zu opfern und stattdessen produzieren, produzieren, produzieren. Er nimmt hier kein Blatt vor den Mund und er hat das schön verpackt. Ich weiß auch gar nicht, ob es die Grünen überhaupt geistig verstehen können, was er hier sagt. Aber jetzt geht es noch einmal weiter, weil alle immer sagen, die USA, sie sind unser Partnerstaat. J.D. Vance sagt, nein, sie sind eigentlich der Boss im Haus. But I actually think that Washington, at least current Washington leadership, really likes the fact that the Europeans are completely dependent on us. That's not an alliance. These people aren't increasingly allies. They are client states of the United States of America who do whatever we want them to do. Boah, krass. Habt ihr gesagt? Er sagt zuerst, in Washington gefällt es den Leuten, dass die Deutschen hier abhängig sind von den USA. Und dann sagt er, das sind dann aber keine Bündnispartnerstaaten, sondern das sind Klientenstaaten, denn sie sind abhängig von den USA. And they do whatever we want to do. Sie werden immer das tun, was die USA von ihnen verlangt. Und da muss man mal sagen, so viel Wahrheit in 33 Sekunden für J.D. Vance. Ich bin gespannt, wenn Donald Trump gewählt wird und er ist Vizepräsident, ob er dann am Ende weitermacht nach Donald Trumps zweiter Amtszeit, ob dann J.D. Vance hier einfach durchzieht. Ihr müsst wissen, er ist für ein nationales Abtreibungsverbot in den USA. Das ist der größte Knackpunkt der USA bei diesen Wahlen. Donald Trump ist dafür, dass man die aktuelle Regelung so beibehält, dass es Sache der Bundesstaaten ist in den USA. Also, dass man quasi Staaten hat, in die man einreisen könnte, um eine Abtreibung vorzunehmen und dann am Ende wieder nach Hause fährt. Abtreibung ist ein schwieriges Thema, vor allem wenn wir Männer uns dazu äußern. Betrifft uns nicht, betrifft unsere Körper nicht. Es betrifft immer die weiblichen Körper und schwierige Entscheidung, muss jeder seinem Gewissen überlegen. Aber der Vizepräsidentschaftskandidat der USA, er sagt hier, ich zeig's euch nochmal, es ist so faszinierend. That's not an alliance. These people aren't increasingly allies, they are client states of the United States of America who do whatever we want them to do. Client states of the United States, they do whatever we want to do. Hat er wirklich gesagt, es ist faszinierend. Ich bin gespannt am Ende, was dabei herauskommt. Eines ist klar, die pro-kriegerische Haltung von Joe Biden würde unter Donald Trump etwas zurückgefahren. Ob er ganz davon abweicht, ich glaube nicht, dass er sich gegen den Deep State dann am Ende ganz durchsetzen kann. Das Ukraine-Spiel kann er vielleicht zu Ende bringen, aber er wird nicht auf der ganzen Welt Frieden schaffen können. Wenn sie das mit der Ukraine beenden, dann bricht wieder Nordkorea, Iran, Taiwan los. Da sind die geopolitischen Interessen hintendran doch viel größer. Wobei der Deal über die Ukraine mit Donald Trump ja sicher interessant werden wird, wenn es soweit kommt. Denn es geht am Ende nur um die Lithiumvorkommen. Es geht fast nur um die Lithiumvorkommen für die Elektroautobatterien. Und da werden wir mal sehen, wie das Ganze voranschreitet. Und weil wir eben Klientenstaaten sind, Client States and not Allies, wie er gesagt hat, also keine Alliierten, deswegen bezahlen wir auch für das neue Militärkrankenhaus in Landstuhl 155 Millionen Euro deutsches Steuergeld den Amerikanern für den Bau ihrer 4000-Zimmer-Klinik in der Nähe des Drehkreuzes Rammstein. Die Deutschen beteiligen sich daran und das, obwohl wir einen Bundeskanzler haben, von dem es ein Foto gibt, wie er gegen die Airbase Rammstein demonstriert hat. Und weil wir eben Client States sind und keine Allies, also keine vollwertigen Partner auf Augenhöhe,
Deswegen bezahlen wir auch wieder einen Bärenanteil am neuen US-Militärkrankenhaus in Weilerbach. Dazu habe ich euch sogar mal einen Clip mitgebracht vom Frühstücksfernsehen. Im rheinland-pfälzischen Weilerbach gibt es momentan die größte Baustelle des Landes. Hier entsteht seit 2022 ein neues Militärkrankenhaus der US-Armee direkt neben der Airbase Ramstein. 2500 Beschäftigte sollen hier ab 2027 eine medizinische Vollversorgung aller amerikanischen Militärangehörigen in Deutschland gewährleisten und Soldaten versorgen, die aus Kampfgebieten nach Weilerbach verlegt werden. Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling hat die Baustelle heute besucht und dabei auch Musterräume begutachtet, die zeigen, wie es später mal im Innern der Anlage aussehen soll. Mit 9 Operationssälen und bis zu 93 Betten lässt die US-Regierung sich das Projekt rund 1,6 Milliarden Dollar kosten. Krass. Kanntet ihr das US-Hospital Weilerbach? Dort gibt es bereits ein Hospital seit 1953. Jetzt bauen sie ein neues dazu. Für schlappe 1,6 Milliarden Euro, 4000 Zimmer, 93 Betten, 9 Operationssäle. Um eine Vollversorgung aller US-Soldaten in Deutschland zu gewähren, beziehungsweise um eine Versorgung aller Verwundeten aus Konfliktgebieten zu gewährleisten, die nach Weilerbach verlegt werden. Das ganze Spiel kenne ich schon. Dieser Kanal kommt ursprünglich aus einer Gegend in Rheinland-Pfalz, wo die Einflugschneise für Ramstein ist. Ich kenne das Spiel noch vom Irakkrieg zum Beispiel, wie dann damals täglich Verletzte und Verwundete nach Ramstein gebracht wurden, um sie dort zu versorgen, sobald dort sie medizinisch so weit versorgt wurden, dass sie einigermaßen transportfähig waren, geht sowieso sofort zurück in die USA. Allerdings sponsert der deutsche Staat dieses Krankenhaus mit mehreren hundert Millionen Euro, denn der Bund trägt die Besatzungskosten, steht leider so im Gesetz, habe ich mir nicht rausgesucht, ist auch keine Verschwörungstheorie. Und wenn wir J.D. Vance uns nochmal anhören, they do whatever we want to do. Es ist einfach so faszinierend, dass sie das so unverblümt offen vor der Presse sagen. Und jetzt wird hier bis 2027 ein neues Militärkrankenhaus in Betrieb genommen, um einen eventuellen Vorfall an der Ostflanke oder im Nahen Osten dann versorgen zu können mit dem medizinischen Equipment dort. Das Schlimme ist ja, sie haben schon ein Krankenhaus in Weilerbach und sie bauen ein zweites dazu. Warum nur? Weil sie alle den Konflikt einkalkulieren. Und im Konflikt, da braucht man vor allem medizinische Versorgung für die Verwundeten. Ich bin gespannt, ob diese Baustelle der US-Armee wenigstens im Kostenplan bleibt, im Zeitplan bleibt. Immerhin gibt es dort State-of-the-Art-Technik und immerhin bauen sie da in Eigenregie an ihrem Stützpunkt einfach ein Krankenhaus. Ich frage mich, wann ist in Deutschland das letzte Krankenhaus neu gebaut worden? Also wann wird hier überhaupt noch was neu gebaut? Schwierige Frage. In Berlin-Pankow haben sie jetzt wieder 41 Häuser fertiggestellt für Neubürger. Deutsche dürfen dort nicht wohnen. Kein Spaß, Leute, kein Spaß. Sie bauen ernsthaft neue Häuser für neue Bürger, anstatt neue Häuser für alte Bürger zu bauen und dann die alten Häusern den neuen Bürgern zu geben. Aber nein. Sogar mit Einbauküchen für jede Wohnung 4000 extra für eine Einbauküche. In Berlin hat keine Wohnung mehr eine Einbauküche, die vom Staat kommt. Aber Leute, Sie wundern sich, warum die AfD so viele Stimmen hat. Da muss man sie wohl vermutlich dann bald verbieten, denn wir sind alle Gegner des Regimes. Ich finde jetzt langsam Gefallen an diesem Wort Regime. Das benutzen nämlich die Etablierten auch. Das Ampeltrio Infernale, das Regime, das Deutschland an den wirtschaftlichen Ruin bringen wird. Es hat fertig. Frau Faeser, Herr Lindner, Herr Scholz, Herr Haldenwang, Frau Schulze, Herr Özdemir, Herr Habeck. Ich könnte sie alle aufzählen, aber so wichtig sind die alle gar nicht. Machen Sie einfach Schluss. Machen Sie Schluss. Gehen Sie in vorgezogene Neuwahlen. Akzeptieren Sie, dass die AfD mehr Stimmen bekommt, aber profitieren Sie doch davon, dass es am Ende schwarz-grün wird. Also, Herr Habeck, Frau Baerbock, Sie sind sicher bei der nächsten Wahl. Irgendwo wird man Sie schon versorgen können. Leute, können wir die Grünen verbieten? Frau Faeser, können Sie mal ein Vereinsverbot machen für diesen komischen grünen Polizeiverein? Würde ich sehr begrüßen. Können Sie mal ein Vereinsverbot machen für die dumme grüne Jugend? Die ist nämlich nicht geschützt vom Parteiengesetz, aber wir driften etwas ab. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Kanntest du die Aussage von J.D. Vance? Was hältst du von dieser Aussage? Vermutlich bist du derselben
Meinung wie J.D. Vance, Deutschland ist weiterhin besetztes Land und wir tragen die Besatzungskosten. Macht doch keinen Hehl draus, stehen jedes Jahr im Bundeshaushalt drin, wie hoch die Besatzungskosten sind, die wir zu tragen haben. Aber alles hat nichts mit nichts zu tun, ja. Abonniere mich oder deabonniere mich, wie du das möchtest. Ich bin auch bei X und bei Telegram. Die Links findest du in der Videobeschreibung. Ansonsten schreib mir mal deine Meinung unter dieses Video über die Aussage des neuen US-Vizepräsidenten oder mutmaßlichen Vizepräsidenten. Damit sage ich ciao, bis bald.